Moin Leute, da bin ich wieder. Zwar ein bisschen später wie geplant, nicht Freitag, sondern eher Sonntag. Ja, heute wird es auch nur ein relativ kurzes Video geben, da ich gar nicht so viel Zeit habe heute. Und es wird auch ein Video geben mit anderen Darts. Ich werde heute nicht mit meinen Darts spielen, sondern mit denen von meiner Frau. Einfach mal, um die zu testen. Und ich werde auch so spielen, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich lasse meinen Pulli heute an. Von daher wird es auch da nochmal anders werden, sage ich mal, von der Leistung her. Aber das sollte heute gar nicht das Thema werden. Heute werde ich auch eigentlich nur mit dem Practice Ring trainieren oder spielen, besser gesagt. Dazu werde ich mir gleich zwei Stück ans Board hängen und einfach mal ein paar Darts drauf werfen. Komplett kalt, ich habe heute noch gar nicht gespielt. Mir geht es auch ehrlich gesagt gar nicht so gut. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Ich werde auch die größten beiden Ringe heute nehmen, die in dem Paket waren. Einfach schon, weil ich davon ausgehen werde, dass es gar nicht so hervorragend heute funktionieren wird. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Es ist tatsächlich nicht die optimalste Lösung mit dem Licht und der Kamera. Das, wie gesagt, da muss ich mir noch ein besseres einfallen lassen. Aber ich denke mal, für den Anfang reicht das, dass man einigermaßen gut erkennen kann, wo die Ringe hängen. Und ich hoffe, dass man auch gleich dementsprechend gut erkennen kann, wo die Pfeile landen. Ja, dann wollen wir mal starten. So, fängt ja schon mal gut an. Nur ein Treffer von drei Würfen ist ja eigentlich mal gar nicht so mein Niveau. Aber wie gesagt, ich bin kalt gestartet oder starte gerade kalt. Heute noch nichts gemacht, außer auf der Couch gegammelt. Und Tabletten genommen, damit ich wieder fit werde. Da ich dann morgen auch wieder zur Arbeit gehen darf. Und ohne Geld kommt man ja leider nicht weiter. Und irgendwie muss ich ja auch das ganze Dartspielen finanzieren, ne? Ihr könnt mir aber in die Kommentare schreiben, wie ihr so trainiert und wie eure Erfolge so nach den ersten paar Monaten war und wie schnell ihr euch wie gut entwickelt habt. Um dann mal so einen Vergleich zu haben, wie es halt bei anderen läuft, ne? Ist ja immer ganz interessant zu erfahren. Wir hatten am Wochenende auch wieder ein Ligaspiel. Da habe ich aber nicht mitgespielt, weil es da schon anfing, dass es mir nicht so berauschend ging.
haben wir auch verloren. Was aber gar nicht so weiter tragisch ist, da wir alle erst letztes Jahr angefangen haben zu daten. Und wir alle noch ganz am Anfang sind und nervös sind, wenn wir irgendwo ankommen und spielen sollen und vor anderen spielen und alles. Da ist ganz klar, dass man da nicht die Leistung abruft wie im Training. Und das wird sich aber, denke ich mal, mit der Zeit von ganz alleine wieder regeln, dass man da Sicherheit reinbekommt, die Routine beim Spiel und ja, dann auch dementsprechend Erfolge einfahren kann. Das passiert mir im Übrigen auch öfter mal, dass ich den Ring so treffe, dass er sich einfach wegdreht und komplett woanders hingerichtet ist. Aber dann gehen die letzten Darts halt einfach so dahin, wo der Ring eigentlich wäre. Und ja, so ungefähr kann man das ja abschätzen. Der letzte geht natürlich wie immer nicht rein. Normalerweise geht der letzte auch immer irgendwie rein. Ich weiß nicht warum. Aber was soll's. So, das waren dann mal ein paar Eindrücke, Würfe, wie das so mit dem Practice-Ring abläuft, zumindest bei mir. Ja, für den Sonntag sollte das eigentlich reichen als Eindruck dafür. Bei Fragen immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mir tatsächlich jeden einzelnen Kommentar durchlesen, nicht auf jeden reagieren, aber ich werde alles zur Kenntnis nehmen, was geschrieben wird. Und nur so mit eurer Unterstützung kann es weitergehen. Weil dann macht es auch Spaß, die Videos zu machen und die Ergebnisse mit euch zu teilen. Und durch ein Feedback kann man sich dann natürlich auch in Sachen Videos verbessern. Die Leistung wird sich natürlich nur durchs Training verbessern. Da kann ich nur selber an mir arbeiten. Mit Tipps natürlich, die ich wie immer dankend annehmen werde. Und so gut es geht auch umsetzen werde. Als Info noch zum Average, den ich habe oder momentan spiele, der liegt bei ca. 45 bis 50 und ungefähr 20 bis 25%ige Checkout-Quote, womit ich eigentlich mehr als zufrieden bin. Gut, das Scoring könnte besser sein, da muss ich noch Konstanz reinkriegen, aber mit dem Checkout bin ich mehr wie zufrieden. Da kann ich mich nicht beklagen. So, das war's dann auch für heute schon. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Teilt das Video. Teilt auch noch das alte Video. Zeigt es euren Freunden, schickt es weiter. Kommentiert, liked. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich muss gucken, wie ich es zeittechnisch hinkriege, ob ich ein Video oder zwei Videos mache. Eins wird auf jeden Fall pro Woche kommen, ein zweites eventuell nur jedes zweite Wochenende, dass ich mir da mal die Zeit nehme. Und auch mal wieder ausführlicher zeige oder spiele und filme. Vielleicht auch mal ein komplettes 501-Match gegen den Dartsport,
Und ja, da werde ich mich dann mal in Ruhe dran setzen, mich mit der Technik jetzt schlau machen. Und dann gibt es nächste Woche ein längeres, ausführlicheres Video mit hoffentlich guter Leistung. So, schönes Restwochenende noch und vergesst nicht den Daumen nach oben und ein Abo dazulassen mit der Glocke, damit ihr nicht verpasst, wann das nächste Video kommt.